Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Born to be Tight Box von Be Tight. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Born to be Tight von Be Tight. Also wir haben hier Be Tight, erinnert sehr stark an dieses legendäre Cover von Nirvana. Wir haben hier Be Tight im Wasser schwimmend, nackt und vor allem hier an ein Ofen, ein Joint. Limited Fan Edition Born to BB, also Born to Be Tight. Und einen Barcode FSK 16 dürfte dadurch zustande kommen, dass wir auch eine DVD vorfinden. Ansonsten die Box relativ schlicht gestaltet. Es ist, um ehrlich zu sein, keine richtige Box, sondern es ist einfach ein weißer Karton. Also bis auf diesen Aufkleber hier nichts wirklich speziell. Das Ganze geht hier auf. Und was allerdings speziell ist, ist der weitere Inhalt, denn der ist nicht einfach hier in diesem Karton, sondern wir machen den Karton mal wieder zu. Nein, der ist in so einer kleinen Strandtasche. Und zwar ist diese in Schwarz und Weiß gehalten. Born to be Tight lesen wir hier nochmal. Ansonsten recht schlicht mit weißem Tragegurt und mit weißem Reißverschluss. Und wir haben, wenn wir das Ganze öffnen, den Inhalt. Also das ist natürlich so eine Isoliertasche, die so innen ausgekleidet ist, um je nachdem kühl oder warm zu halten. In dem Fall wahrscheinlich kühl, Getränke oder Essen. Born to be Tight, einmal eine Kassette, also Tape, einen Flachmann, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was hier drin ist, schauen wir noch, das Album im Digipack, dann haben wir hier noch eine Autogrammkarte, einen Flyer bzw. einen Gutschein und einen Sticker. Von innen sieht das jetzt so aus, nehmen wir die Tasche mal weg. Und wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. Born to be Tight, auch hier wieder der 16er, leider aufgedruckt und kein Sticker. Stört mich etwas, dass man den nicht entfernen kann. Was soll man tun? Born to be Tight lesen wir hier hinten. Und dann haben wir auch schon hier die Tracklist. Jede Menge Tracks. Und so haben wir 16 Tracks, 16 Tracks in der Instrumental-Version. Und dann haben wir die Bonus-DVD mit diversen Musikvideos und Making-of. Okay, wir haben Features von Plusmacher und El Cubano, Battle Rap und Blockmonster, Max P, JC, Evil Jared, der ja von Bloodhound Gang, Harris, Italo Reno, Shizzo und Latif. Meine Favoriten auf dem Track sind einmal das Outro, also Track Nummer 16, Grenzenlos. Und einmal der Track Nummer 14, Neue Welt. Okay, das Ganze wie gesagt ein Digipack, sprich, wir haben das hier zum Aufklappen. Hier sehen wir noch einen gewaltigen Hai. Ja, es dürfte sich um einen Pool handeln. Und dann haben wir hier nochmal Be Tight, wie auch schon auf dem Cover. Allerdings hier mit dem silbernen Schriftzug Born to Be Tight. Also, das hier, das Album. So sieht das Ganze aus. Dahinter auch wieder der Hai. Dann haben wir die CD2 mit den Instrumentals. Hier der Haken. So sieht das aus. Auf der Rückseite haben wir hier so ein Boot, ein gestrandetes Boot. Oder ein gesunkenes Boot in dem Fall. Und dann haben wir noch die DVD. Also hier wieder das 16er zu lesen, das gesunkene Boot, das gesunkene Schiff und so sieht die DVD aus, Bonus-DVD lesen wir hier. Jetzt würde mich nur interessieren, aber ich befürchte, es gibt keins. Wir haben kein Booklet, weil ich das beurteilen kann. Ich als Booklet-Fan natürlich finde das schade, aber ja, ist halt so. Schönes Digipack trotzdem.
Dann haben wir eine Autogrammkarte, Be Tight, Born to Be Tight, also hier auch mit schwarzem Stift von Be Tight unterschrieben. Erinnert von der Optik so ein bisschen an diese Polaroid-Bilder mit diesem weißen Rand hier unten. Jetzt Paul. Okay. Ist die Frage, ob das das Management ist oder... Ich gehe mal stark davon aus, dass das das Management ist. Jetzt Paul GmbH von Be Tight. Dann haben wir einen Sticker. Dieser klein im Querformat. Born to Be Tight in schwarz und rot gehalten, das Ganze. Powered by DevShop und Dangerous. Ein Sticker dabei. Dann haben wir diesen Tour-Flyer hier mit den Tour-Dates aus der Born to Be Tight Tour 2016. 10% Gutschein bei Dangerous. Jetzt frage ich, ob der noch gültig ist. Falls ja, könnt ihr natürlich gerne einlösen. Dann haben wir noch diesen ominösen Gegenstand. Ich schätze fast, es wird ein Feuerzeug. Ja, klar. Es handelt sich um ein Feuerzeug. Also, es ist glatt Silber, das Feuerzeug, und auf der anderen Seite lesen wir Born to be Tight. So sieht das Ganze aus. Ihr kennt diese Feuerzeuge. Müsste man dann noch auffüllen. Und hier unten lesen wir noch Zor. Ja, schönes Feuer. Dann haben wir einmal die Kassette, das Born to be Tight Tape. So sieht das Ganze aus. Dann haben wir die A- und die B-Seite. Also 8 Tracks auf der A-Seite, 8 Tracks auf der B-Seite. Das ganze Album hat hier Platz gefunden, sehr schön. So sieht das Innenleben aus, auch hier die Tracklist. Genau die 8 Tracks A und B, also 16 Tracks des Albums hier drauf. Sehr schön, freut mich, dass es eine Kassette dabei ist. Und dann haben wir noch als letzten Bestandteil der Box einen Flachmann. So sieht das Ganze aus. Born to be Tight, auch hier wieder. Ja, so ein regulärer Flachmann. Was lesen wir hier unten? Stainless Steel 4OZ, alles klar. Also so diese Normgröße, diese Boxflachmänner haben, die einfach hier Teil der Deluxe-Boxen sind. Es gab ja mittlerweile echt einige, die einen Flachmann reingemacht haben. Also hier oben einfach ganz regulär zum Zuschrauben. Könnt ihr natürlich das Getränk eurer Wahl hineinfüllen. Karton werde ich mal entsorgen. Ja, das war's mit dem Boxinhalt. Wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der Born to be Tight Flachmann. Das Album auf Tape, auf Kassette. Das Born to be Tight Feuerzeug, Sturmfeuerzeug. Dann dieser Flyer bzw. Gutschein. Die Autogrammkarte, das Album im Digipack inklusive Instrumentals und Bonus DVD und dieser Sticker im Querformat, das Ganze verpackt in dieser, ja, ich sag mal in dieser kleinen Strandtasche, die natürlich isoliert ist und im nächsten Sommer vielleicht euren Urlaub oder euren Tagesausflug an den See begleiten wird. Das alles in dieser wunderbaren Box, Born to be Tight von Be Tight. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Be Tight unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.